Hallo! Das war meine Begrüßung. Videospiele und Bosskämpfe gehören einfach zusammen. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Leider sind einige Bosse wirklich enttäuschend. Heute will ich über 6 lahme Bosskämpfe reden. Wenn ihr dachtet, dass sich das Video über Spiele der Nachfolger niemand gespielt hat, wie eine Zeitreise angefühlt hat, wie ist es dann mit einer Fortsetzung zu einem Video von 2013? Schaut bitte nicht das Originalvideo an. Danke. Reden wir über 6 lahme Bosskämpfe. Auf Platz 5 ist der gute alte König Bob-Omb aus Super... Weil ihr das Video nicht angeschaut habt, werde ich euch erklären, was mein erster Platz damals war. König Bob-Omb aus Mario 64. Ich finde ihn auch heute nicht allzu aufregend, aber er ist wirklich in Ordnung für den ersten Boss in einem dieser neuen 3D-Spiele. Super Mario 64 hat aber einen gewissen Bosskampf, den ich für so belanglos halte, dass ich seine schiere Existenz in regelmäßigen Abständen vergesse. Und wenn ich mich daran erinnere, dass er existiert, dann nur, weil er so belanglos ist. Ich rede natürlich von dem Wiggler aus Gulliver Goomba. Schaut ihn euch mal an. Er hat mehr Probleme damit, Mario zu treffen, als Mario damit, ihn zu treffen. Und dazu solltet ihr wissen, dass es sehr merkwürdig ist, auf ihn zu springen, weil er mehrere aneinandergereihte 2D-Objekte in einer 3D-Welt ist. Manchmal könnte ich schwören, dass ich ihn treffen sollte, aber es klappt trotzdem nicht. In der Aufnahme hatte ich keine Szene, die das gut darstellt. Nach einem Treffer geht er in den üblichen wütenden Entwicklermodus, der in diesem Spiel aber kaum zu erkennen ist. Das ist aber vollkommen okay, weil man ihn nur dreimal treffen muss, bis er passend zu dem Konzept der Welt schrumpft und einen Stern hinterlässt. Ich würde sagen, dass es sich bei ihm um den langweiligsten Boss des gesamten Spiels handelt und viele Leute vergessen, dass er überhaupt existiert. Dark Souls ist natürlich das schwerste Spiel der Welt und kann dementsprechend ja gar keine leichten Bosskämpfe haben. Oder generell Stellen, die nicht schwer sind. Wäre gar nicht möglich. Reden wir über Pinwheel aus Dark Souls 1. Dieser Boss ist bekannt dafür, dass er wirklich schwach ist. Der Grund dafür ist nicht unbedingt Pinwheel selber, welcher sich ziemlich oft duplizieren und gefährlich werden kann, wenn sein Leben erstmal niedrig sind. Für den Early Game Boss ist er wirklich angemessen. Ich habe ihn für das Video sogar mit einer Waffe ohne Upgrades bekämpft und es war ein unerwartet spaßiger Kampf. Das Problem an Pinwheel ist das Gebiet vor ihm. Die Katakomben sind ein sehr gefährliches und nerviges Gebiet, wenn man weder ausreichend vorbereitet noch hoch genug gelevelt ist. Für Pinwheel bekommt man auch nichts wirklich Nützliches und kommt nach ihm zu dem Gebiet hier, wo man ebenfalls zunächst nichts machen kann. Den Rückweg zu Fuß zu gehen wäre auch extrem nervig. Das alles sorgt dafür, dass sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler Pinwheel vermutlich in der zweiten Hälfte des Spiels machen werden, wo seine geringen Leben nicht vielen Angriffen standhalten können. Wenn man nicht gerade von sich aus einen gewaltigen Umweg gehen will, um Pinwheel früh im Run zu bekämpfen, wird er immer der leichteste Boss des gesamten Spiels sein. Lustigerweise kann man sogar noch den stärksten NPC beschwören, falls man bei dem Kampf noch etwas Hilfe braucht. Leroy besiegt ihn mit 2 Schlägen. Was? Danke, Paladin. Leroy, das war ein sehr starker Auftritt. Ich habe letztens Borderlands durchgespielt und hatte trotz nachlassender Motivation gegen Ende viel Spaß damit. Auf jeden Fall gab es einen gewissen Boss, an den ich mich sehr stark aus meinem ersten Borderlands Playthrough von vor, keine Ahnung, 15 Jahren um den Dreh erinnerte. Der Rag Hive. Man betritt dieses Gebiet und wird direkt vorgewarnt, dass man sich besser auf eine harte Prüfung vorbereiten sollte. Vieles hängt jetzt davon ab, wie du dich weiter verhältst. Diese letzte Prüfung wird die schwerste. Auf der Insel ist es ruhig. Zu ruhig. Und dann steht das Biest auf. Es sieht ziemlich beeindruckend aus und wird bestimmt echt aufregend. Ich habe den Rag Hive damals besiegt, ohne dass er mich überhaupt angreifen konnte. Und dieses Mal konnte er ganz kurz vor dem Ende noch eine Gruppe von Rags losschicken, denn es sind diese fliegenden Monster, bis er dann besiegt wurde. Man steht einfach nur da, feuert auf seine Augen und der Rag Hive fällt um. Nach der ganzen Präsentation einer Prüfung und der beeindruckenden Größe des Monsters würde man meinen, dass der Kampf wenigstens ein bisschen cool ist, aber das ist er nicht mal fast. Der Rag Hive greift nicht mal an. Es ist Zeitverschwendung. Es ist aber ganz cool zu sehen, dass die Rags im Laufe des Spiels wirklich aus derartigen Hives kommen, die bis hin zu diesem Boss lediglich wie irgendwelche roten Nester aussahen. Ich hoffe nur, dass dieses Nest nicht aufstehen und nichts machen wird. Mann, das wäre ja unangenehm. Ich habe letztes Jahr endlich mal Dead Space durchgespielt, das ist Remake um genau zu sein, und ich würde sagen, dass ich es mochte. Es gab jedoch einen Bosskampf, den ich ähnlich enttäuschend wie den Rag Hive fand. Ich rede hierbei von dem letzten Boss. Das große Finale des Spiels, nachdem alles vorbei ist.
die Personifizierung des Bösen auf der Ishimura oder was auch immer. Dieses gewaltige Monster sieht zugegebenermaßen ziemlich cool aus, aber es macht irgendwie nichts. In Phase 1 schießt es diese explodierenden Eier, von denen man sich schon fast mit Absicht treffen lassen muss, wenn man auf die Schwachpunkte schießt. Ich mag es auch, dass hier einfach so 20 Kisten mit Items herumliegen. Das ist ganz unauffällig. In Phase 2 kommen aus irgendwelchen Gründen ein paar normale Necromorphs. Also wirklich nicht viele und auch keine der starken. Was komisch ist, ich schätze, ich werde sie einfach so bekämpfen wie das gesamte Spiel über, mit meinen Kreissägen. Der Boss steht währenddessen im Hintergrund und schaut zu. Am schlimmsten ist aber Phase 3. Diese besteht aus zwei Angriffen. Zuerst schlägt das Monster mit seinen Tentakeln auf den Boden und spuckt anschließend Solero-Shots. Hier kann man nicht getroffen werden, wenn man in Schrittgeschwindigkeit von links nach rechts und wieder zurückläuft. Diese Tentakelschläge sind so langsam, dass man wirklich gar nicht getroffen werden kann, solange man nicht stehen bleibt. Zu guter Letzt muss man noch kurz in dieser merkwürdigen Perspektive zielen, feuern und das Kapitel mit dem Namen Todraum, Sie haben das letzte Kapitel wirklich Todraum übersetzt, ist abgeschlossen. Und damit auch Dead Space generell. Dieser Boss war ein unerwartet schwaches Ende von einem Spiel, das stellenweise durchaus anspruchsvolle Encounter hatte. Der letzte Boss gehört aber wirklich nicht mit dazu. Killzone Mercenary ist bekannt als das eine PlayStation Vita-Spiel, das irgendwie wirklich gut aussieht. Es könnte schon fast als ein früher PS3-Titel durchgehen. Ziemlich beeindruckend, wenn ihr mich fragt. Das Spiel selber erschien aber leider zur Zeit der großen Popularität der Call of Duty-Reihe, in welcher sämtliche Singleplayer-Shooter etwas seltsam waren. Killzone Mercenary hat Hitmarker, automatische Lebensregeneration, man bekommt Punkte für jede Aktion und überall stehen Kisten rum, an denen man seine Ausrüstung wechseln kann und Munition kaufen. Dass man jederzeit zu einer Kiste gehen und sich frische Munition kaufen kann, wirkt nach einem etwas plumpen Weg, ausreichend Munition zu verteilen. Der letzte Boss ist ein Typ mit einem Schutzschild, der ständig neue Soldaten ruft. In Phase 1 fliegt er auf seinem komischen Flugschiff umher, welches man kaputt schießen muss. Geht recht einfach mit einem Raketenwerfer. In Phase 2 läuft er ganz langsam durch die Arena und wird nach wie vor von einem Schutzschild geschützt, während ständig neue Gegner spawnen. Um ihn zu treffen, muss man diese blauen Teile abschießen, während er neben einem von ihnen steht, um ihn für fast eine Sekunde zu stunnen, woraufhin man ihn verletzen kann. Dieser Kampf geht eine absolute Ewigkeit, in der nichts passiert, weil man einfach nur auf eine Gelegenheit wartet, den Boss wieder treffen zu können, während man sich versteckt. Wenn Munition ausgeht, kann man an der Kiste, die glücklicherweise mitten in der Arena steht, einfach jederzeit wieder neue kaufen. Der Kampf ist einfach so unglaublich unspaßig. Es passiert nichts und er hat viel zu viele Leben, während auch noch die gleichen vier Soldaten in regelmäßigen Abständen angeflogen kommen und nerven. Killzone Mercenary Singleplayer war generell kein Hit, aber das Spiel hätte trotzdem einen deutlich besseren Abschluss als das verdient. Ich denke, es war in Ordnung. Das Ende war aber Müll. Und ich hoffe, diese Worte werden dieses Video nicht zusammenfassen. Das wäre unangenehm. Das waren 5 lahme Bosskämpfe. Das ist ein Thema, über das ich schon seit Jahren mal wieder was machen wollte, weil, keine Ahnung, ich mag Bosskämpfe und vor allem natürlich auch die schlechten. Und ich denke, ich bin zufrieden mit meiner Auswahl soweit. Und ihr könnt übrigens auf Patreon vorbeischauen, wie die Namen, die gerade in den Seiten vorbei sind, um die Show zu unterstützen, ab 2,50 Euro pro Monat. Das wäre ganz cool. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.